erstmal guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin jetzt mal heute wieder auf der Ali unterwegs, was auch sonst. Wir haben jetzt, heute ist Dienstag, wir haben jetzt glaube ich 26 Grad. Und ja, in ein paar Tagen ist meine Hochzeit. Ah, das Video werdet ihr wahrscheinlich erst, ich schätze mal, 3 Wochen später sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber die Halle hört sich wieder ein bisschen besser an als in den letzten Videos. Dann anderen Einsatz hinten in dem Auspuff drin. Also die ist jetzt nicht wirklich deutlich lauter, hört sich aber irgendwie anders an, gefühlt. Das schon mal dazu. Hört sich auf jeden Fall wieder mehr nach Halle an. Und ah, habe jetzt schon die ein oder anderen Kilometer abgerissen, das habt ihr ja gesehen. Zwischendurch bin ich jetzt auch nicht mehr gefahren. Das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, quasi, wo ich gefahren bin. Ja, auch zur Arbeit bin ich mal gefahren zwischendurch, ja. Aber jetzt so tourenmäßig nicht. Ich habe jetzt gerade eben noch den Lenker verstellt, ein bisschen nach vorne geneigt. Ich glaube, jetzt sitze ich besser drauf. Sitze ich mit den Armen relativ ausgestreckt. Ein bisschen Spielraum habe ich noch, aber muss ich mal gucken, wie es reicht. Und ich habe mir den Hebel vom Schalten, der für die Hacke ist, den habe ich abgemacht. Fand ich doch störend, weil so kann ich dann mal nach hinten mit den Beinen, habe ich ein bisschen mehr Spielraum, was Sitzposition angeht. Schalten tue ich sowieso nur mit dem vorderen. Vielleicht werde ich es mir mal, oder vielleicht hole ich mir mal bei Thunderbike, habe ich gesehen, da gibt es für den hinteren Schaltteil einen, den du wegklappen kannst, wenn du mal nicht brauchst. Das wäre vielleicht dann mal eine Option. Der Auspuff muss ich immer noch befestigen und was kürzen hinten, damit ich da ihn befestigen kann. Das werde ich aber erst machen, wenn ich wieder aus den Flitterwochen zurück bin. Ja, ich glaube, der Lenker kann noch ein Stückchen nach vorne. Aber werde ich jetzt erstmal testen. Ich habe den schon nicht viel nach vorne gemacht. Oder doch? Da habe ich jetzt in der Garage gemacht, ohne dass ich drauf gesessen habe. Aber auf jeden Fall fühlt sich das schon deutlich besser an. Ich muss jetzt hier natürlich noch, ja, die Armaturen hier ordentlich anpassen. So, damit die schön gerade sind. Ja, was denn sonst passiert in letzter Zeit? Ich glaube nicht viel, ne? Spiegel mal ein bisschen nochmal anpassen hier. Die Spiegel sind echt gut. Ich kann echt viel sehen. Die Harley-Spiegel. Die gefallen mir. Ja, habe ich jetzt irgendwie ein spezielles Thema? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich mir schon abgespeichert habe. Zum Beispiel wären da die komischen, die letzte Generation Klimaaktivisten oder wie die sich genau nennen, keine Ahnung. Da ist ja diese Pappeimer, die sich auf die Straße kleben, die Vollidioten. Das ist doch jetzt auch einer von den Idioten. War das Schweden? Ach, irgendwo anders auf jeden Fall. Finnland, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Der Idiot, ja, hat sich in Deutschland schon auf die Straße geklebt und jetzt in einem anderen Land auch und da wurde er eingebuchtet. Völlig zu Recht. Ich weiß sowieso nicht, was der Scheiß soll. Ich meine, es ist okay, wenn man demonstriert für irgendetwas, woran man glaubt. Das sollen sie ja machen. Aber sich auf einer Straße festkleben, den Verkehr zu behindern, ist ein gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Und würde ich das jetzt machen, würde ich meinen Führerschein verlieren. Also verstehe ich nicht, warum... Gut, man weiß jetzt nicht, ob die so davon kommen oder nicht. Das ist jetzt einmal nur von mir eine Vermutung. Aber da, das muss auf jeden Fall bestraft werden, weil das ist ein gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Was ist, wenn durch so einen Scheiß ein Leben nicht gerettet werden kann, weil so ein Eierkopf meint oder diese Friday for Future Generation, die macht, oder die Leute, die machen das ja auch, blockieren hier den Verkehr. Was ist, wenn da mal ein Krankenwagen durch muss und so weiter und die kleben dann an eine Straße fest und was macht die deutsche Polizei? Wir gehen da mit Wattestäbchen dran und machen die weg. Die gehören wie in Frankreich einfach abgerissen von der Strafe. Selber schuld, wenn sie meinen, die halben Hände da dran kleben zu haben. Selber schuld. Das muss bestraft werden. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz einfach und nicht anders. Also ich weiß sowieso nicht, was der Scheiß soll. Völlig Banane das alles. Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Scheißidee kommt, ey. Ehrlich, das verstehe ich absolut nicht, wie man auf so eine Kackidee kommt. Das gibt eine Anzeige. Oh, ist das schön, hört die sich schön an. Die ist jetzt nicht zu laut, aber man hört sie deutlich.
Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Finde ich schon mal sehr gut. Ja, aber dieses Thema, das regt mich einfach nur noch auf. Google ist voll davon. Also entweder hast du bei Google Daniel Kübelböck, Klimaaktivisten, dann die Scheiße da mit Ukraine und so Kacke und Nord Stream 2 und hier unsere Strom- und Gasversorgung. Also in letzter Zeit, ich weiß auch nicht, ey. Da ist nur noch Scheiße drin, als würde die Menschheit noch mehr verblöden. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Habe ich das Gefühl. Die Menschheit verblödet einfach nur noch. Niemand ist perfekt, keiner macht irgendwas richtig, aber sobald irgendeiner irgendwo Profit machen kann, dann ist sofort Verblödung angesagt. Wie die Wichser an der Hand. Oh, was geht hier ab? Eieiei. Die hat sich voll erschrocken. Habt ihr das gesehen? Oh, es hat ein schönes Fahren. Jetzt ist der Lenker auch höher, wo ich den weiter nach vorne gemacht habe. Irgendwie, ja, der ist jetzt hochgekommen, auch ein Stückchen. Also ja, das ist genau Schulterhöhe. Und jetzt habe ich auch richtig auf der linken Seite richtig Beinfreiheit. Muss aber auch ein bisschen beobachten hier, vorne gleich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass vorne am Ölfilter ein bisschen Öl raussifft. Da habe ich manchmal, nach längerer Fahrt kann das schon mal vorkommen, dass da ein Tropfen dann auf dem Boden ist. Ich weiß nicht, was genau da wo undicht ist. Ihr habt den schon mal versucht nachzuziehen mit der Hand. Will da jetzt aber auch nicht mit Gewalt dran. Deswegen das ein bisschen beobachten. Und ja. Ansonsten aber sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Hobel hier. Natürlich geiler Sound alles, ne? Was soll ich sonst sagen? Ist halt typisch Harley. Schok ist der jetzt drin. Ja, ich erfülle den auch manchmal gar nicht. Also keine Ahnung, wo der jetzt wieder ist. Oh, die hört sich echt super an. Oh, schöne Z. War mal eine richtig schöne, ich glaube eine Z800 oder so. Die fand ich auch immer mega geil, die Z800. Und finde ich auch immer noch mega geil. Nur weil ich jetzt Harley fahre und natürlich meine anderen Dinger verkaufe, einfach weil ich das Geld auch brauche, um wieder was Geld reinzuholen, heißt das nicht, dass ich andere Motorräder nicht mehr mag oder so. Also ich habe ja schon einen oder anderen Kommentar jetzt auch gehabt. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere jetzt mit Sicherheit deabonniert hat, weil ich jetzt Harley fahre. Das zumindest leite ich das von dem einen oder anderen Kommentar ab, den ich jetzt auch bekommen habe. Oder auch Nachrichten über Instagram. Die meisten natürlich feiern das und ich denke mal, Harley, es kommt auch wieder richtig gut an bei der Jugend, aber du hast dann teilweise welche dabei. Ja, Harley kann jeder. Warum verkaufst du denn deine VN? Blablabla. Da waren noch welche, die das ganz normal sachlich schreiben, finden sie irgendwie schade, aber wenn das eben so mein Geschmack ist und ich das so möchte, dann soll ich das halt machen und würde noch weiter meine Videos gucken, weil es ja trotzdem Shopper und so weiter. Da gibt es diese Fraktion und dann gibt es die andere Fraktion, die sagen, nee, das kann man sich doch nicht geben, jeder will ja Zahle fahren und bla bla bla. Und da sind einige bei, da gebe ich dir Riegel und, na, wie sagt man das, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Die fahren nur keine Harley, weil sie es sich nicht leisten wollen oder leisten können. Und das soll auch nicht abgehoben klingen. Also ich glaube, für eine Harley habe selbst ich hier relativ wenig Geld für bezahlt. Trotzdem ganzen TÜV- und Auspuff-Dilemma. Aber trotzdem zahlst du immer noch die Hälfte für eine Kawasaki oder Yamaha oder sonst wie was in so einem Zustand. Und das ist auch nun mal Fakt. Und die Dinger sind halt auch so gut. Und qualitativ auch besser, wir wissen das alle. Aber wir, die Harley fahren wollen und Harley fahren und die wissen, warum sie das fahren. Und jetzt weiß ich es auch, weil jetzt habe ich ja auch so ein komisches Ding. Ich liebe dieses Teil einfach. Das ist einfach so. Und da lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Aber trotzdem finde ich das irgendwie dann doof. Ist jetzt nicht oft, dass das vorkam. Ich glaube, 3 oder 4 Leute waren so, die so in der Art geschrieben haben. Und dann dachte ich mir auch, ja, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich muss auch nicht immer alles verstehen und ich kann auch nicht jedem alles recht machen. Ich mache meinen Kanal, meine Videos, so wie ich das für richtig halte und ich fahre das Motorrad, worauf ich Bock habe und, ne? Und fertig, Ende. Letztendlich fahren wir alle 2 Rad, haben alle das gleiche Hobby. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr happy mit meinem neuen Gerät, hier mit meiner Holly.
sehr, sehr happy sogar. Und ja, keine Ahnung. Dann wurde ja auch kommentiert, da war einer, oh, jetzt verlernst du das Grüßen. So nach dem Motto, alle Harley-Fahrer würden dich grüßen. Definitiv nein. An dem Tag, nachdem ich das Video geschaut habe, habe ich sogar ja noch drei Videos aufgenommen. Das sind quasi die letzten Videos, die ihr gesehen habt. Die habe ich alle an einem Tag aufgenommen. Und beziehungsweise außer das Extrablatt-Video, das ist einen Tag später entstanden, habe ich mal darauf geachtet, ob Harley-Fahrer wirklich nicht grüßen. Ich brauche mehr Details. Ich habe keinen einzigen Harley-Fahrer gehabt, der nicht gegrüßt hat. Nein, doch. War aber auch vorher nicht so. Du hast mal ab und zu mal einen gehabt, ja. Du hast aber genauso gut auch andere Motorradfahrer, die nicht grüßen. Oftmals sind es dann auch so BMW-Fahrer, die diesen Kackfahrstuhl da fahren, die GS und so. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen? Was mir aber auffällt, was mir ganz stark auffällt, mit dem Ding wirst du mehr angeguckt. Die Leute teilweise grüßen sogar mehr oder sagen, oder die signalisieren dir halt, boah, du fährst da ein geiles Teil. Und das hatte ich mit meiner VN nicht mal ansatzweise so. Also es waren jetzt echt oft Situationen, wo die Leute hinterher gucken und so mit dem Kopf nicken und so weiter und schön. Und oder wenn du irgendwo stehst, du wirst angesprochen. Und Leute, ich fahre echt noch nicht lange das Ding. Ich fahre jetzt vielleicht 450 Kilometer bin ich schon damit gefahren. Und da waren schon Situationen, wo du dann schon auch im Gespräch gekommen bist und sagst, boah, geil, und hier und da und auch mit dem Auspuff, was hast du da gemacht? Ist die denn original? Ich war jetzt zum Beispiel letzte Tage mit der Harley bei uns in Orse ist einer, der Oldtimer herrichtet und dann auch für Hochzeiten vermietet, weil wir da nämlich auch eins jetzt gemietet haben, einen schönen T1, T2 Bulli, meine ich, war es, den wir jetzt dann am Samstag bekommen. Also ihr seht das so viel später, für euch ist das in der Vergangenheit, für mich ist es jetzt noch in der Zukunft. Und da war ich dann halt da mit der Harley, sagte, boah, was ist denn da für ein schönes Ding. Er sagte auch, er ist überhaupt nicht so ein Typ, so ein Shopperfahrer-Typ, aber er sagte, boah, die ist doch voll geil und die, guck mal, die muss doch voll krass umgebaut sein. Sag ich, nee, das ist nur ein anderer Lenker und ein anderer Auspuff, sonst ist die vollkommen original. Naja, aber ansonsten war da nichts. Genau, und an dem Tag habe ich dann noch hinten den anderen Dämpfereinsatz reingemacht, aber das ist jetzt nicht lauter geworden, das ist ein bisschen dumpfer geworden, aber das ist jetzt, also für mich jetzt nicht störend. Also wenn ich überlege, andere Motorräder von mir waren deutlich lauter, dann hatte ich auch keine Probleme. Auch nach wie vor, auch zu meinen Rideouts, also ich weiß ja nicht, also da kommen manchmal Fragen oder Gedanken auf, da denke ich mir, das muss ja jetzt nicht sein. Nur weil ich jetzt die Marke fahre oder die Marke, heißt das ja nicht, dass andere nicht zu mir kommen können. Genauso wie, hatte ich letztens auch mit einem Abonnenten gesprochen, den ich auch schon mal persönlich getroffen habe. Sag ich, ja, du kannst doch auch kommen, wenn nächstes Mal ein Ride aus. Ja, kann ich denn kommen mit meiner 125er? Dann sage ich, ja mal, da ist einer aus Leipzig gekommen mit seinem Anlasser. Natürlich kannst du dann auch kommen, egal was für eine 125er du fährst. Ne? Dann weiß ich natürlich Bescheid. Kann natürlich nicht so schnell fahren, ne? Muss darauf achten. Das kriegen wir aber alles hin. Landstraße und die Strecken, die ich immer rausgesucht habe. Da hatte der Christian zum Beispiel mit seiner 125er keine Probleme. Das war alles wunderbar. Alle achten dann drauf. Und das ist ja natürlich prima, ne? Und so sollte das auch sein. Letztendlich spielt das keine Rolle, was du fährst, außer natürlich jetzt ein Roller. Also mit dem Roller braucht er jetzt nicht ankommen. Das ist hier schon ein Motorradkanal. Außer ich fahre jetzt mit dem Roller von meiner Frau mit dem 50er. Dann ist da natürlich irgendwas anderes, aber ansonsten Motorräder jeglicher Art, mir scheißegal. Und selbst wenn du mit einer BMW GS kommst, also ich persönlich finde sie überhaupt nicht schön. Ich verstehe nicht, warum man sowas geil findet, aber Leute, das ist persönlicher Geschmack. Und egal auf welchen Hobel ihr da draußen feiert, wir haben alle das Hobby Zweirad. Und genauso wird er bei mir auch gehandhabt, jeder ist willkommen. Damit komme ich auch eigentlich schon zu einem guten Thema. Das habe ich letztens in einem Stream schon angesprochen. Aber wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich das jetzt sagen? Leute, ich habe jetzt einen Merch-Shop. Ihr könnt jetzt T-Shirts, Pullover, Mützen. Jetzt habe ich mir dann noch einen Shop gesucht, und zwar Get Shirts. Da sind auch richtig viele YouTuber und Streamer. Und dafür musste ich mich dann bewerben. Und das habe ich jetzt gemacht, die haben mich angenommen, und dann habe ich mir da jetzt T-Shirt, Pullover, ein Zip-Hoodie und sogar so eine College-Jacke da reingesetzt mit meinem Logo vorne und hinten drauf. Und die könnt ihr jetzt käuflich erwerben. Den Link
packe ich unten in die Videobeschreibung und ich gucke, dass ich den auch dauerhaft in die Beschreibung unten reinbekomme. Da gibt es ja irgendwie diese vorgefertigten Videobeschreibungen. Und dann könnt ihr euch da die Sachen kaufen. Ich weiß, dass es nicht ganz günstig ist. Ich glaube, da gibt es auch Konditionen, je nachdem, wie groß ein Streamer ist oder so ein YouTuber. Dann kommt man in ganz andere Kategorien und Möglichkeiten rein. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich sowas haben will, dann kauft er sich so ein T-Shirt und fertig, Ende. Was man auch über mich selber dann erwerben kann, ihr seht das jetzt gerade gar nicht. Aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt hier meine YouTube-Weste an und da habe ich jetzt The First Score-Pilot. Ich habe ja auf Instagram den Kanal Score-Piloten oder Score-Pilot auch ins Leben gerufen für, wenn da mal Ausfahrten sind von euch und ihr habt was an von mir oder so oder seid mit mir verbunden, wie auch immer. Dann ist halt diesen Community-Blog da quasi, also das soll ein Community-Blog sein, so habe ich mir das vorgestellt. So, dann taggt ihr das da drauf und ich lade das dann da hoch oder verknüpft das damit irgendwie, das geht doch, sollte doch irgendwie funktionieren, glaube ich, ne? Und ja, quasi für euch da draußen, für meine Community, für die ganzen Score-Piloten, jeder kann sich bei mir dann so einen Schriftzug hier, den ich hier auf meiner Brust habe, Score-Pilot kann er sich erwerben und den kannst du dir hintackern, wo du willst. Meistens macht man sich irgendwo vorne drauf, auf der Brust oder sonst wie was, wenn du eine Weste hast oder so. Und damit zeigst du mir einfach nur, dass du mich quasi unterstützt, mein Supporter bist, meine Videos schaust oder wenn wir zusammen fahren, dass man auch erkennt, wir gehören zusammen irgendwie. So nach dem Motto einfach. Da gibt es keine Pflichten. Du kannst fahren, wo du willst, kannst machen, was du willst. Das ist genau das Gleiche, als wenn du jetzt ein T-Shirt von mir kaufst mit meinen Sachen drauf. Und da gibt es da irgendwie keinen Unterschied. Ob du jetzt das trägst oder du holst den Pullover und fährst damit rum und signalisierst, wir gehören zusammen, so nach dem Motto. Das spielt keine Rolle, was du da machst. Aber ich sag einfach, aber da müsst ihr mich dann persönlich anschreiben. Entweder hier unter YouTube-Kommentaren oder über Instagram oder über Facebook. Weil dafür gibt es keinen Shop so. Die bestelle ich dann selber und dann verschicke ich die dann, wenn sie angekommen sind. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, aber das ist einfach so. Ich habe auch diesen kleinen Button mit meinem Logo, meinem Brustpatch. Davon müsste ich jetzt noch 3 oder 4 Stück übrig haben. Also einer aus Mörs, der Dense, den ihr schon oft in meinen Videos gesehen habt, für den habe ich einen reserviert. Meine allerliebste Sackratte, der kriegt einen. Für den habe ich schon einen reserviert. Dann kriegt der Christian aus Leipzig, der mit seinem Anlasser extra quer durch Deutschland gefahren ist. Für den habe ich einen reserviert. Meine Frau hat einen gekriegt, ich habe einen gekriegt. Und noch ein guter Freund, der mich immer unterstützt, hat einen gekriegt. Jetzt habe ich selber nicht mehr gezählt, aber ich meine, 3 oder 4 müssten noch übrig sein. Ja, und wenn jemand so einen haben möchte, dann natürlich, warum nicht? Ne? Also die liegen jetzt sowieso rum. Die waren zwar schweineteuer, also richtig teuer. Ja, so viel dazu. Damit habe ich jetzt ja quasi öffentlich gemacht, dass ich quasi jetzt auch so ein Merch-Online-Shop-Dingsbums habe. Ich weiß, dass da mit Sicherheit nicht viel passieren wird, aber falls einer von euch da Bock drauf hat, sich ein T-Shirt oder ein Pullover oder sowas zu holen, die Möglichkeit ist jetzt da. Und wenn wir mehr wachsen auf YouTube und so weiter, dann gibt es mit Sicherheit auch irgendwann die Möglichkeit, da mit den Preisen was zu machen. Dann rutsche ich in ein anderes Ranking rein oder vielleicht finde ich auch irgendwo einen anderen Shop, wo ich mehr, bessere Möglichkeiten für euch vor allen Dingen habe. Aber damit kenne ich mich alles nicht aus. Ich habe jetzt wirklich danach geguckt, wo der Händler auch hier in Deutschland agiert und so weiter. Und ja, das wird das hier so sein, Leute. Dann Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und ja, Leute, haut rein.